Einen guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und was hat denn eigentlich Arbeitsrate hoch hoch? Was hat denn eigentlich Benteke für eine Arbeitsrate? Ist ja auch immer interessant zu wissen. Mittel, okay. Und dann Mali hatte. Mittel. Und Modest. Mittel. Hätte er jetzt auch hoch gehabt, wenn er was gesagt, vielleicht ist deswegen Mali besser. Weil er halt bessere Arbeitsraten hat. Ich überlege halt noch, ob ich im letzten Spiel vielleicht die Formation hätte doch eher wechseln müssen, weil ich ja gemerkt habe, ich komme nach vorne gar nicht durch. Der Gegner aber hinten eigentlich schon ganz gut bei mir. Vielleicht hätte ich eher wechseln müssen. Aber ich bin auch in letzter Zeit wieder nicht mehr so formationswechselfreudig wie früher. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das hat dann doch nicht mehr so viel gebracht. Oder ich war wieder zu faul. Wahrscheinlich war ich auch wieder zu faul. Das ist schwierig. Wobei eine Zeit lang halt zum Beispiel im 4-1-2-1, wo Reus als zweiter Stürmer gut durchgedreht ist, aber das war dann auch wieder irgendwann weg. Das war richtig geil verteidigt von mir. Das war richtig geil gemacht von Aspili und das war dann wieder richtig scheiße von mir gemacht. Nicht weit genug, sage ich doch. Hat auch die Arme gehoben, da war es kein Foul. Wenn er die Arme hebt, ist es steht im Gesetz. Oh, geiler Pass. Oh, und dann schaffe ich es halt wieder nicht, weil ich immer denke, du kommst da vorbei, du kommst da vorbei, du kommst da vorbei. Ich komme halt nicht vorbei. Ich muss da einfach eher bremsen. Das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Krass, krass! Wie geil war das denn? Sehr geil! Schusstäuschung hat funktioniert und dann auch schön abgeschlossen mit Kane. Der ihn dann von alleine, das ist natürlich physikalisch unmöglich, wer seinen Fuß da bewegt. Von alleine schlänzt er ihn dann, aber ich habe flach geschossen. Aber die Schusstäuschung vorher war natürlich grandios. Die uns erst in diese Abschlusschance gebracht hat. Aber wie selten eine Schusstäuschung auch bei mir zu einer guten Situation führt, ist auch Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich wieder den Flügelscheißwechsel eingestellt, was ich überhaupt nicht wollte. Oh, da einfach nochmal passen auf Firmino, der läuft frei durch. Ich habe das zu spät gemerkt. Dann noch schön Kane auf den Pelz gebrannt. Aber wie gesagt, einfach auf Firmino nochmal durchgeben. Das habe ich aber erst zu spät gesehen. Wahrscheinlich, aber ich nicht gedacht hätte, dass Firmino da so frei durchlaufen darf. Habe ich halt gedacht, dass. Da brauche ich gar nicht drauf achten, weil das wird eh nichts.
Krass, ich habe einfach nur straff aufgezogen und der hat ihn automatisch zu Arnautovic gespielt. Wahrscheinlich, weil er so einen guten Abschlag hat. Was war ein Foul? Wo denn? Macht ganz schön viele Fehler aus, meine, gefällt mir natürlich. Es wäre cool, wenn ich noch ein zweites Tor schieße. Schön gemacht von Smalling. Krass getribbelt mit Salah und dann haben wir natürlich Glück, dass er da seinen eigenen Mann anschießt, aber das Pech haben wir auch schon gehabt. Ja, schön, dass Aspiri auch mal Bock hat, sich kurz anzubieten. Ich krieg's einfach nicht hin, mich mal auf Außen durchzusetzen. Kann denn das so schwer sein? Mann! So viele vergebene Chancen. Wie gesagt, am Anfang lief das einfach so viel besser. Geil gemacht von Kahn. Schahn. Kahn. Oh, wieder kein Elfmeter. Schade. Muss mal aufpassen, der dribbelt gerne schnell. Einfach nur krass gedribbelt von ihm. Einfach nur krass gedribbelt. Ich konnte nichts dagegen machen, gar nichts. Oh, ich hasse das. Ich glaube, das hasst jeder, so ausgedribbelt zu werden. Macht so viele Fehler, aber einmal klappt halt dieses fucking Dribbling. Ich meine, ich bekomme echt nicht viele Trippeltore. Aber einmal klappt die Scheiße halt, weil ich halt nicht auf totaler Abwehrriegel stelle. Und er schießt halt auch noch das Tor. Fuck, man. Aber das Ding ist halt, meine Formation, die lädt halt zum ausgekontert werden ein, weil sich dann alle um den Strafraum rum versammeln und dann kann ich halt super ausgekontert werden. Also sobald ich halt irgendwie im Angriff längere Zeit stecke, sind alle nach vorne, da werden alle nach vorne gezogen. Danke, danke, Coleman. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, ist deine Schuld. Coleman, 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 Coleman. Gut rausgespielt, aber Coleman macht unten alles auf. Fick dich, der Gegner war so schlecht und dreht innerhalb von ein paar Sekunden das Spiel, ey. Geil. Und es ist halt noch nicht mal unverdient. Was ist das Schlimme? Weil die zwei Situationen waren halt einfach gut gespielt. Aber die zweite Situation war halt einfach so scheiße, weil... Coleman, mein Außenverteidiger, halt keinen Bock hat, da mal unten noch durch zu, unten dicht zu machen. So, okay, wir brauchen unbedingt ein Tor. Komm schon, Kane. Mach jetzt ein verdammtes Kopfballtor. Bentega hat die viel regelmäßiger gemacht. Auf jeden Fall. Komm! Ja! Ja! Verdammt nochmal! Ja! Sehr geil. Ich dachte echt, er geht vorbei. Aber nein, er macht ihn rein ins lange Eck. Sehr geil. Ja. Oh, mit Pfosten. Sehr geil. Da freue ich mich.
Glück hat die Scheiße nicht wieder funktioniert, ey. Das war natürlich auch grandios. Sehr geil, das ist auch mal richtig gut von Chan gespielt. Schade, dass es kein Foul war. Oh, oben, 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 oben. Oh, danke, Coleman. Nächster Fehler von dir. Was ist denn los? So, jetzt wird er natürlich massiv ins Dribbling gehen. Sehr gut von Mané. Jetzt haben wir nur noch einen Wurf. Ha, sehr geil gemacht. Oh, der ist gefährlich mit seinem scheiß Dribbling. Wenn ich das nächste Mal in Führung gehe, werde ich auf jeden Fall direkt auf sehr defensiv gehen. In der Hoffnung ist, dass es dann stabiler hinten ist. Aber es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Was für ein Trickster da, Kane. Oh, das ist seit 100 Versuchen das erste Mal, dass so ein gelupfter Laufpass funktioniert. Und dann macht den Kane da irgendwie ja am Torhüter vorbei ins kurze Eck. Im Fallen, richtig geil. 90er Kane. So etwas erwarte ich von dem 90er Kane. Und jetzt gehen wir auf sehr defensiv. Jetzt haben wir wieder das Spiel gedreht. Was für ein geiles Spiel. Aber leider ist noch viel zu lange Zeit. Oh, Arnautovic und Mané haben noch ganz gut Power. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich habe gerade was getrunken und manchmal in solchen Momenten, in solchen krassen Spielen, wenn da Pause ist, vergesse ich halt einfach komplett, dass ich ein Let's Play mache und höre auf zu reden. Habe jetzt was getrunken und dann aufs Handy geguckt und mich dann gesammelt. Krass. Den Wechsel da. Oh, Luis Muriel, Allen und ja, toll, wie lange das angezeigt wird. So, jetzt gehe ich mal auf sehr defensiv und hoffe, dass das irgendwas bringt. Das hat Coleman ja wieder grandios gespielt. Schön gemacht von Smalling. El Sharabi, ist das einer der neuen? Ich weiß gar nicht. Geil gemacht von Mané. Schade. Oh, fuck. Das darf natürlich nicht passieren. Das war auch ganz komisches Ding. Weiß ich nicht, könnte sogar ein Elfmeter gewesen sein. Drecks-Elfmeter, Drecks-Eckstöße, ey, zum Kotzen. Oh, ich bin auf sehr defensiv, aber was will ich bei einem scheiß Ecken, bei einer scheiß Ecke machen? Ne? Da hilft dir diese sehr defensiv dann logischerweise auch nicht weiter. Ach Mann, hat's wieder mal geklappt. Es klappt halt auch nicht so oft, selbst mit ihrem dummen Rumgetrippel und reingepasse und reingelegt. Man kann einfach nicht oft, aber in dem Spiel muss es natürlich klappen. Fuck! Na, können wir jetzt auch wechseln. Ich wechsle allerdings nur zwei Spieler aus.
Foul. Mal schnell selber vorgelegt. Krass, 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 krass gehalten. Schade. War eigentlich schön gespielt eigentlich. Hat er sich einen Tick vernaschen lassen. Lacker! Zum Glück stehen wir einfach genau richtig. Aber schön gelackt hat er da auf jeden Fall wieder. Krass, wie Gouye da durchläuft und es auch noch klappt. Egge? Nö. Also auch wieder Glück, schade. Doppelt. Boah, was für ein Strahl von Can. Alter, hält ihn, Buffon. Komm jetzt, Kané, wollte ich nur sagen. Komm jetzt, Kane, mach jetzt das Ding rein. Und noch eine Ecke. Jetzt wäre es halt geil. Jetzt wäre es richtig geil. 90. Komm, Kane, komm, mach das Ding rein. Wieder am Lacken, keine. Ach, sehr gut. Oh, geht's wirklich in die Verlängerung? Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hätte nicht sein müssen. Aber okay. War, glaube ich, auch ein relativ aussichtliches Spiel. Komm, wir lacken mal ein bisschen uns durch. Und wieder war ich dran. Reed bleibt halt einfach stehen und macht ihn kaputt. Nice. So, Kane, jetzt mach's bitte nochmal. Oh! Der gewinnt immer das Kopfballduell, aber. Sehr gut. Das war natürlich nicht geplant. Der gewinnt immer das Kopfballduell, aber kriegt dann den Kopfball nicht an den Mann. War mein Fehler, Aufbaufehler, von daher, wenn es jetzt ein Tor gibt, ist es mein Fehler. Die Ecke hätte so nicht zustande kommen dürfen. Aufbaufehler halt. Er macht nichts. Ribéry hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht, er hat sich nicht bewegt.
Weiß ich nicht wieso. Oh nein. Zum Glück macht er irgendwelche Kunstschüsse, die da nicht funktionieren, aber er springt gerade so scheiße hinten raus. Na endlich kommt das Ding mal an. Das sollte eigentlich in die Kamera laufen, aber egal. So, jetzt müssen wir aber halt auch die restlichen Minuten noch durchhalten. 7 Tore, was ist denn hier los? Eieieiei. Auch wieder gut geschossen von Kane. War sein drittes Tor, oder? Hat er halt auch die 3 Finger hochgehalten. Ich mach einfach mal den Abwehrriegel rein, mal gucken, ob das gegen den funktioniert. Ach so, ja, wir können ja einfach auf Zeitspiel gehen, nice. Danke. Schade. Ich versuche es halt echt nochmal spielerisch zu machen, ne? Statt dass ich einfach auf Zeit gehe. Aber Firmino hat Bock. Was war das denn? Was war das denn? Oh, zum Glück. Ich dachte halt echt, da geht rein. What? Wieso denn eine Ecke? Oh nein. Oh, danke, Schmeichel. Komm, und ist ja keiner mehr am Tor. Ah, oh, geil, es wird ein, wenn man jetzt nicht abpfeift, wird es ein. Ein 5-3. Von Gui! Sehr schön. Wenn sie es hätten realistisch programmiert, dann hätte der beim Rennen noch so ein bisschen nach hinten geguckt. Weil die solchen Situationen dann immer gucken, ob. Solche Situationen immer gucken, ob dann direkt jemand. Direkt einer hinter einem ist. Sehr gut. Oh, anstrengendes Spiel, ging auch lang. Oh, Kane hat direkt mal 10 Punkte, sehr geil. 4 Tore hat er gemacht. Ich dachte, ein Tor wäre von Firmino gewesen. Er macht 4 Tore. Da hat er natürlich
Seine Scorer-Werte jetzt richtig verbessert. Eins macht Gouye, Vorlagen, Can, Müller, Aspili und Arnautovic. Ja, 4 Tore ist natürlich Wahnsinn. Damit hat er sich, und es war ja auch ein schwieriges Spiel, also es waren ja auch teilweise sehr schwere Tore, von daher hat er sich natürlich jetzt seinen Platz an der Sonne erstmal verdient. Krass, 4 Tore. Da müssen wir direkt mal gucken, wie seine Werte jetzt aussehen. 9 Tore, 4 Vorlagen. Jetzt sind wir jetzt bei 13 Toren in maximal 13 Spielen. Ich glaube, wir können sogar schon 3 Spiele abziehen. Sehr schön. Firmino, 7 in 13. Ich glaube halt, ich werde Firmino noch behalten. Dieses. Ich überlege gerade, ob ich versuchen sollte, mir De Bruyne zu kaufen. In vom De Bruyne, weil da habe ich dann nicht das Problem, dass er im Wert sinken kann. Fällt mir gerade so ein. Soll ich das machen? Komm, wir gucken mal. Also, er müsste mega teuer sein, aber wir gucken spaßeshalber mal nach, was er kostet. Wenn er jetzt maximal 400.000 kostet, würde ich vielleicht versuchen, ihn mir zu kaufen. Also dann bis zur nächsten Weekend League. Aber ich glaube halt, er kostet 600.000 aufwärts. Oh, da habe ich mich aber komplett verschätzt. Ja, das ist der Nachteil von. Was ist der Nachteil vom PC? Dass halt beliebte Informs, die werden halt so unendlich teuer. Das ist halt der Wahnsinn. Oh, scheiße, Mann. Das können wir natürlich niemals leisten. Ich könnte mir natürlich auch noch andere ZOMs anschauen, aber ich glaube, dann würde ich wieder auf den De Bruyne gehen mit Deadeye. Ich hatte ihn doch mit Deadeye dann gespielt, ne, damit er einen besseren Abschlusswert hat, ich glaube. Ja, ich denke, dann würde ich wieder auf De Bruyne mit Deadeye gehen. Auch wenn das dann Wertverlust bedeutet. Ist halt scheiße, weil ich den dann nie als Inform spielen kann. Oder ich guck mal, ob irgendein anderer ZOM, der eine Inform ist, einen guten Eckenwert hat oder Flankenwert, weil. Ich glaube, De Bruyne hat erstens das Attribut Flanken oder nee Quatsch, Eckenspezialist, dann hat er 90 ungeboostet 90 auf Flanken und das gepaart wahrscheinlich mit einer auch noch krassen Übersicht und sowas führt wahrscheinlich dazu, dass er einfach mega krass ist, was die Flanken angeht. Okay, das Team ist wieder nicht überkrass, klar, schneller, gefährlicher Sturm, aber er hat glaube ich einen normalen Dembele, was schon mal merkwürdig ist. Aber das bedeutet auf Garantie wieder, dass er komplett am Durchdrehen ist. Also, dass er einfach nur total gut spielt. Glück gehabt, dass den De Bruyne nicht reingemacht hat. Du bist ja gerade Reus gegen Reus gerannt und mein Reus hat gewonnen, ich glaube. Aber noch viel, viel Platz, viel Platz, viel, viel Weg gut gemacht. Schade, der Pass war aber auch schlecht ausgeführt vom Piszczek. Oh, und das meine ich halt. Das ist so konteranfällig, wenn dann alle versammelt sind mit Piszczek. Naja, es ist verdient, leider. War aber halt auch wieder dumm rausgespielt, die Flanke, dass De Bruyne da köpfen kann, darf halt nicht passieren. Klar, es ist im Endeffekt glücklich, dass er dann den Abprall und alles kriegt, aber. Ich habe halt für dieses Pech von mir und für dieses Glück beim Gegner gesorgt. Das hätte halt einfach. Nicht zu diesem Kopfball kommen dürfen von De Bruyne. Das war halt definitiv meine Schuld. Musste einfach einen sicheren Abschlag wählen. Ist natürlich ärgerlich, dass er ja ständig den zweiten Ball bekommt, aber. Was will man machen? So, einfach ruhig bleiben und gut spielen.
Boah, wenn der durchkommt auf Vidal, wird's halt geil. Ach, hätte ich nur diesen scheiß Fehler nicht gemacht. Wieder hat er Glück gehabt mit dem zweiten Ball im Übrigen. Vidal bekommt den Ball nicht angenommen, auch geil. Bendaleb macht von alleine Grätsche ins Nichts. Ficken. Einfach nur. Oh, Halsmaul. Egal, steht nur 2-0, das können wir noch drehen. Boah, egal, komm. Einfach konzentrieren. Danke. Haben schon zwei Tore, ist auf jeden Fall noch drin. Vor allem gegen den Spieler. Stimmt, man hat ja auch noch gar nichts gemacht, weil wir aus dem ersten, zweiten Spiel wieder. Oh, fall einfach hin und es gibt einen Elfmeter. Glaube, ich kann auch mal eine andere Formation spielen, weil scheint nicht wirklich gut durchzukommen. Ja, ausgleichende Gerechtigkeit. Erst Alu und dann Tor. Ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt ist alles wieder drinne. Come on. Das war mal schön gedreht von Bentaleb und dann auch schön wieder Fußspitze das Ding reingemacht. Ja, weil er auf gar nicht die Schussdeutung machen und keinen Schuss. Okay. Ein Tor haben wir geschossen. Warum dann nicht noch eins? The shadow lies upon his doom.
Scheint irgendwas zu verändern. Also ich werde es natürlich noch nicht wechseln, wenn dann erst später. Er nimmt sich die Zeit. Hat er gewechselt? Ich glaube nicht. Passiert aber echt 100 Mal nur einmal, oder? Aber ich verstehe auch nicht, warum das manchmal passiert. Ich ziehe doch immer gleich auf. Ja, da kam der Pass halt wieder mal eine Stunde zu spät. Schwacher Pass. Falls ich dann wechseln sollte, wäre wahrscheinlich auch die Formation wechseln. Der Pass sollte nicht dahin gehen. Komm, wir brauchen nur ein Tor. Krasser Pass von Bentaleb aus der Fußspitze, aus dem Handgelenk, aus dem Fußgelenk quasi. Ja, wenn man da frei zum Schuss kommt, ist das Ding wahrscheinlich drin. War vielleicht ein bisschen überstürmt, das Einsteigen, aber wir schaffen trotzdem noch den Ausgleich. Nur der Zettel Ende jetzt fehlt. So, wir wechseln mal. Ich überlege halt gerade, ob ich jetzt doch die Formation lasse. Eigentlich sind wir nicht offensiv genug. Ich probiere es mal mit 4-3-2-1.
Oh, Ribéry, du bist frisch drin, Mann. Bring den Pass an den Mann. Fuck you. Ach, was soll's. Spaß da halt ein bisschen ab. Die rote Karte war jetzt unnötig und da habe ich mir mein Leben selbst schwerer gemacht, als es sein musste. Damit ist das Ding natürlich leider durch, aber naja. Ja, da sollte der Ball hin. Ich meine, wo soll ich denn sonst hinspielen? Da war noch kein anderer Platz mehr. Jetzt muss ich anscheinend mal die Wiederholung bis zum Ende mal angucken, keine Ahnung. Und es geht auch noch auf Zeitspiel, wie es aussieht. Nicht mehr da kriegt das hin. Schade, schade, schade. Rote Karte war halt unnötig. Dann wäre noch mehr drin gewesen. So habe ich mir das Spiel halt wieder selber kaputt gemacht. Aber das interessiert mich eigentlich gerade nicht wirklich so sehr. Klar, jedes Spiel zählt, aber die Weekend League war halt einfach von Anfang an torpediert und zum Scheitern verurteilt durch meinen Hals, von daher scheiß drauf. Würde mich halt freuen, wenn jetzt noch die drei Siege hinbekommen, aber naja, mal gucken. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.